In der heutigen Vorlesung möchte ich Ihnen erklären, wie wir eigentlich ein HAWI 100, also ein Wasserstand, der allerhöchstens alle 100 Jahre auftritt, aus einer Wasserstandszeitreihe gewinnen. Normalerweise sind diese Zeitreihen gar nicht lang genug, um ein 100-jähriges Hochwasser sicher zu bestimmen. Nehmen Sie an, Sie haben eine Zeitreihe, die nur 60 Jahre lang ist. Dann können Sie definitiv kein HAWI 100 bestimmen. Ich könnte hier auch die Frage einbauen, wie bestimmt man ein HAWI 1000? 1000 Jahre haben wir keinerlei Wasserstandsmessungen. Und da gehe ich in die Hydrometrie einmal zurück. Wir hatten in den letzten Vorlesungen Schwimmer- und Radarpegel. Das Prinzip habe ich erklärt. Und ich möchte jetzt davon ausgehen, dass wir über so einen Schwimmer- oder einen Radarpegel, früher werden es nur Schwimmerpegel gewesen sein und keine Radarpegel, haben wir eine entsprechend lange Zeitreihe. Eine entsprechende lange Zeitreihe. Und wir wollen jetzt schauen, wie können wir aus einer solchen Zeitreihe ein HAWI 100, ein HAWI 500 oder ähnliches bestimmen, wenn diese gar nicht lang genug ist. Ja, und so das Ergebnis einer Wasserstandszeitreihe hier zum Beispiel am Pegel Geisling, glaube ich, an der Donau, sieht dann so aus. Sie sehen hier irgendwo, wird hier ein Mindestwasserstand nicht unterschritten. Das liegt in diesem Fall daran, weil es sich um eine Staustufe handelt und die Staustufe hält eine gewisse Mindestwassertiefe. Und es geht fortwährend auf und ab und wir wollen jetzt dieses fortwährend auf und ab analysieren. Wir wollen allerdings nicht diesen Pegel nehmen, sondern einen anderen Pegel, den Pegel Pfelling, der ebenfalls an der Donau liegt und der nicht Staustufen geregelt ist, der im freifließenden Bereich liegt und der mehr Variationen als dieser Pegel aufweist. Welche Wasserstände kennen wir? Wir kennen zunächst erstmal den niedrigsten Wasserstand, der überhaupt aufgezeichnet wurde. Das ist hier irgendein relativ kleiner Wert. Dann haben wir den niedrigsten Wasserstand in einem Bezugszeitraum, zum Beispiel einem Jahr, das NW. Dann haben wir den Mittelwert aller niedrigsten Wasserstände und so weiter und so weiter. Wichtig ist vielleicht der Mittelwasserstand, das MW, das Mittel über ein Jahr. Und das können wir auch wieder mitteln über alle Jahre. Dann kriegen wir ein MMW heraus. Bis hin zu dem HHW, dem höchsten Wasserstand, der jemals im Beobachtungszeitraum aufgetreten ist. Was wir jetzt aber bestimmen wollen, ist etwas mit einer festen Jährlichkeit. Zum Beispiel ein HAWI 100, der höchste Wasserstand, muss es hier heißen, sehe ich gerade an manchen Stellen, der höchste Wasserstand in 100 Jahren. Welchen Wasserstand haben wir einmal in 100 Jahren zu erwarten oder gar ein HAWI 1000, welchen Wasserstand haben wir einmal in 1000 Jahren zu erwarten, obwohl wir gar nicht so eine lange Messzeitreihe haben. Ja, und machen möchte ich das hatte ich ja schon erwähnt, an diesem Pegel. Dieser Pegel ist im freifließenden Bereich der Donau zwischen Straubing und Vilshofen, der Pegel Pfelling, direkt, ich glaube, 10 Kilometer hinter der Staustufe Straubing. Und da sehen Sie, dass der Wasserstand noch starke Variationen ausweist. Wir haben also hier Wasserstände zwischen 310,5 Meter bis hin zu 317,2 Meter bei entsprechenden Hochwassern. Also Variationen des Wasserstandes von über 6 Meter. Und wir wollen jetzt gucken, welche Wasserstände können wir einmal in 100 Jahren erwarten oder gar einmal in 1000 Jahren. Ja, wenn Sie das hier mal schauen, dann sehen Sie selbst, das sind fast 100 Jahre. Ich habe hier 1927 fängt das an. Das sind 100 Jahre dann dementsprechend. Dann könnten wir also schon auf diesem Bild feststellen, wir hätten einen Wasserstand zu erwarten. Das ist hier der höchste Wasserstand, glaube ich. Ja, das ist hier der höchste Wasserstand, der geht über 317 Meter. Das wäre also das HAWI 100, was wir zu erwarten haben. Irgendetwas knapp über 317 Meter. Wir wollen mal schauen, ob eine mathematische Analyse das Gleiche herausbringt. Das Erste, was wir machen wollen, ist eine Häufigkeitsverteilung. Für eine Häufigkeitsverteilung müssen wir die Wasserstände erstmal die Tagesmittel in einzelne Klassen unterlegen. Also das heißt, zwischen diesem 311 oder 310,5 bis zu den 318 Meter beispielsweise uns dieses Intervall in so und so viel Klassen zerlegen. Ich habe hier, glaube ich, 30 Klassen. Nein, hier sind es nur 10 Klassen. Man kann auch 30, 40, 50 Klassen nehmen. Man sollte allerdings nicht zu viele nehmen, weil sonst hat man keine Messwerte mehr in diesen Klassen. So, und ich habe Ihnen auch gleich hingeschrieben, wie man das in MATLAB macht. Ich habe hier also eine Wasserstandsdistribution. Ich zerlege die Klassen in den Minimumswert des Wasserstandes bis zum Maximumswert und hier in 20 Klassen.
Hier in 20 Klassen schauen Sie sich den Befehl genau an. Und den Rest macht glücklicherweise MATLAB von ganz alleine mit dem Befehl Histogramm. Mache ein Histogramm des Wasserstandes über diese Klassenverteilung, erzeugt er Ihnen genau dieses Bild. Genau dieses Bild, und das ist natürlich eine schöne Sache. Ja, und dann müssen wir gucken im nächsten Schritt, dass wir diese Verteilung, Sie sehen, das ist keine Normalverteilung. Das ist deswegen keine Normalverteilung, weil Wasserstände unter dem kleinsten Wasserstand treten an der Donau nicht auf. Wasserstände unter dem kleinsten Wasserstand treten hier nicht auf. Wir starten also hier und Sachen, die ab einem gewissen Startwert starten, werden meistens oder werden oft durch eine Rayleigh-Verteilung dargestellt. Sie sehen, diese Verteilung ist nicht symmetrisch. Und eine der einfachsten unsymmetrischen Verteilungen ist die Rayleigh-Verteilung, die ich Ihnen hier einmal aufgegeben habe. Die Rayleigh-Verteilung P von A hat diese Funktion. Sie müssen also für unseren Wasserstand dieses Sigma bestimmen, ein Sigma bestimmen, welches am besten diese Verteilung trifft. Ja, und glücklicherweise hilft uns MATLAB an der Stelle mit der Rayleigh-Verteilung ebenfalls weiter. Da gibt es nämlich den Befehl, fitte eine Rayleigh-Verteilung, und dann passiert das automatisch, und ich werde Ihnen das gleich im Programm zeigen. Ja, und der nächste Schritt, um das HW 100 zu bestimmen, ist dann die kumulative Verteilung. Die kumulative oder Summenkurve ist nichts anderes als das Integral des Wasserstandes, als das Integral der Kurve von hier bis hier, bis hier, bis hier, immer weitergehend. Sie kennen das aus der Statistik. Die Summenkurve dieser Verteilung sieht so aus. Und diese Summenkurve gibt uns was Wichtiges an. Sie sagt nämlich, 90%, da müssen Sie hier bei der 0,9 gucken, der Wasserstände in der Donau liegen unterhalb von 313,2 Metern. 80% der Wasserstände, der Tagesmittelwerte, liegen unterhalb von, ich gehe jetzt mal hier irgendwo unter, 312,7 Meter. Und so weiter und so weiter. Und die Frage ist jetzt, wo müssen wir gucken, wenn wir wissen wollen, ein Wasserstand, der unterhalb eines 100-jährigen Hochwassers liegt? Ja, das ist relativ einfach. Ach so, ich habe das hier erstmal die Funktionen dargestellt. Halt, stopp, Rayleigh-Fit macht uns den Rayleigh-Fit. Das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, oder hier kommt es dann. Das heißt, diese Funktion Rayleigh-Fit passt uns an eine gegebene Verteilung, eine Rayleigh-Verteilung an. Das Sigma habe ich hier P-Hat benannt oder ist hier P-Hat genannt, und mit Rayleigh PDF, Probability Distribution Function, können Sie sich das auch plotten, und Sie kommen dieses Bild heraus. Im nächsten Schritt, jetzt war ich schon einen Schritt weiter, im nächsten Schritt möchten wir gucken, ob das passt. Wenn Sie in diese Grafik auch noch die originäre Verteilung reinfitten, nein, habe ich jetzt gar nicht gemacht, die originäre Verteilung reinfitten, dann sehen Sie, ob das ganz gut gepasst und wie gut das passt. Ja, wir berechnen die kumulative Verteilung, und da gibt es glücklicherweise in MATLAB ebenfalls einen Befehl, und das ist der Befehl Rayleigh CDF, Cumulative Distribution Function. Der berechnet Ihnen automatisch die kumulative Verteilung zu dieser Rayleigh-Verteilung, und Sie bekommen, wenn Sie das plotten, dann diese Funktion heraus. Und ich sagte Ihnen ja jetzt schon, jetzt müssen wir nur noch bestimmen, welcher Wasserstand gehört zu einem 100-jährigen Hochwasser. Das Jahr hat 365 Tage, 365,25. Genauer, das heißt, und wenn wir Tagesmittelwerte abgespeichert haben, dann bedeutet das, die Wahrscheinlichkeit, dass alle Wasserstände unterhalb eines 100-jährigen Hochwassers liegen, ist 1 minus 301 durch 365 mal 100. Das, was hier genau steht. 1 minus 1 durch 365 mal 100 ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Wasserstände in 100 Jahren unterhalb dieses Wasserstandes liegen. Was wir also machen müssen, ist die Rayleigh-Verteilung invertieren. Wir suchen zu diesem Wert, der wird irgendwie 0,99999, ich weiß nicht, wie viele 9 haben hier. Der liegt also hier oben irgendwo. Wir suchen zu diesem Wert die zugehörige Wassertiefe, 317 oder sonst was, müssen also unsere Funktion invertieren. Das machen wir mit der Funktion Rayleigh-Inverse. Und da kriegen wir dann automatisch das Gegenteil heraus. Und in unserem Programm ist das HW 100 dann 316,29 Meter. Das, meine Damen und Herren, schauen wir uns mal im Ergebnis an. 316,29 soll das 100-jährige Hochwasser sein. Sie sehen an der Stelle was?
Unser Hochwasser von 360, unser 100-jähriges Hochwasser von 316,29 wird in 100 Jahren, ich schätze hier, 4-5 Mal überschritten. Das bedeutet, dass unsere Analyse nicht ganz richtig ist. Und wir müssen sie verbessern. Und da ist die Frage, wie kann ich das verbessern? Die erste Sache ist, erste Möglichkeit ist längere Zeit rein. Das wird hier an der Stelle nicht weiterhelfen. Die zweite Möglichkeit ist eine andere Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Das hilft tatsächlich weiter. Wir wissen, dass die Rayleigh-Verteilung Wasserstände nicht hundertprozentig trifft und dass sie nicht die richtige Verteilung oder keine sonderlich gute Verteilung für Wasserstände ist, auch wenn sie in der ersten Näherung so aussieht. Aber dieses Programm können wir sehr einfach im MATLAB realisieren. Also üben Sie da Vorsicht. Normalerweise verwendet man hier eine sogenannte Pearson-3-Funktion. Die ist in MATLAB allerdings nicht drin. Das müsste man das alles selbst programmieren. Ich möchte Ihnen aber an der Stelle zeigen, wie das Prinzip funktioniert. Und die dritte Möglichkeit: Sie benutzen gar keine Wasserstände, weil nämlich Folgendes passiert. Wenn ich nur irgendetwas, hier ist ein Flussquerschnitt aufgetragen, wenn ich nur irgendetwas in meinem Flussquerschnitt ändert, also wenn die beispielsweise hier an der Stelle vertiefen oder was auch immer oder hier das Ufer verlegen, dann ändert sich bei einem gegebenen Durchfluss immer der Wasserstand. Der Wasserstand ist also viel zu sensibel auf Veränderungen, die in den letzten 100 Jahren stattgefunden haben. Deswegen ist es viel klüger, keine Wasserstandsanalyse zu machen, sondern eine eine Abflussanalyse. Das heißt, wir wollen nicht das ein HW100 bestimmen, sondern wir wollen zukünftig ein HQ100 bestimmen, den Abfluss bestimmen und dazu den Wasserstand berechnen und dann die Deichhöhe richtig sicher dimensionieren.